Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Wir machen heute diese Karte. Sie ist wirklich recht simpel, aber trotzdem ziemlich süß. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Unser heutiges Projekt beginnen wir jetzt gleich wieder mit dem Hintergrund. Und zwar habe ich mir hier dafür ein Stück Aquarellpapier rausgesucht und hier das Inkpad von Faltkarten in der Farbe Weihnachtsrot. Dann brauchen wir ein Stück Folie. Und auf diese Folie geben wir uns jetzt hier ein bisschen rote Farbe, auch gerne ein bisschen mehr, dass es einfach ein bisschen intensiver ist. Und dann brauchen wir ein wenig Wasser. Das geben wir hier oben drüber. So. Ups, das war zu viel Wasser, du siehst es. Dann schnell umdrehen und auf den Hintergrund. Dann kommt die Heißluftpistole und wir föhnen uns den Hintergrund. Dann finde ich das jetzt hier in der Mitte nicht schön. Demnach nehme ich mir wieder meine Folie. Ich gehe mal hier wieder so ein bisschen in das rein, was jetzt hier weggelaufen ist. Und dann föhne ich ein weiteres Mal. Gut, dann habe ich mir hier schon zwei Herzstanzen vorbereitet und wir brauchen natürlich wieder einen Kartenrolling. Gut, dann machen wir weiter. Wir haben ja hier dann unser Sichtfenster mit dem Herzchen und dafür brauchen wir jetzt natürlich erstmal ein Stück weißen Kartstock und den schneiden wir uns so zurecht, dass unser Herzchen drauf passt. So, ich habe das jetzt hier mal so quadratisch gemacht. Allerdings ist es, glaube ich, für meine Karte zu groß. Ja. Und jetzt schaue ich mal, wie ich das hier noch ein bisschen kleiner machen kann. So, also hier. Und hier kann ich noch ein bisschen was von der Größe wegnehmen. So, und dann ist es hier auch ein bisschen kleiner, dass ich natürlich noch meine Schriftzüge gut drauf bekomme. Dann stanze ich mir hier das Herzchen mittig aus. Und jetzt brauchen wir natürlich hier noch unseren gestalteten Hintergrund. Und den schneiden wir uns auf das gleiche Maß, wie hier diese Karte ist. So, mal schauen. Ich glaube, so werde ich es mir zurechtschneiden. So, jetzt sehe ich schon, es ist ein kleines bisschen zu groß geworden, aber das macht mir jetzt nichts aus. Ich klebe mir jetzt das hier oben drauf und schneide das dann zum Schluss nochmal final. Und so schaut das dann schlussendlich aus. Jetzt hole ich mir noch meine Stempel. Und zwar wieder hier aus diesem Stempelset werde ich. Was nehmen wir denn heute? Glückwunsch zur Hochzeit. Glückwunsch. Was gibt's noch? Im neuen Zuhause? Für die Zukunft? Nee, zur Hochzeit machen wir nochmal. So. Glückwunsch. Dann nehme ich mir wieder mein Stempeltool. Dann legen wir uns hier die Karte ein und befestigen die wieder mit den Magneten. So, und dann stempel ich mir das hier einfach schwarz. So, das Glückwunsch hat jetzt noch nicht, beziehungsweise Wunsch schon, Glück noch nicht so ganz toll abgestempelt. Deswegen gehe ich da einfach nochmal drüber.
Gut, dann lassen wir das kurz trocknen und währenddessen mache ich mir hier noch schnell meine Stempel sauber. So, dann schnappen wir uns hier unseren Kartenhintergrund und unser Herzchen. Und das Herzchen werde ich mit Foam Tape auf der Karte befestigen. Dafür klebe ich jetzt hier einmal ringsum mein Foam Tape. Und klebe mir das hier mittig auf meine Karte auf. Dann habe ich mir hier noch ein schwarzes Herzchen ausgestanzt, damit es einfach nicht so leer ausschaut. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo ich das hinmache. Und dann habe ich hier noch ein paar Novodots. Und die werde ich jetzt auch noch mit auf mein Projekt setzen. So, und du siehst, ich habe jetzt hier noch die Enamel Dots draufgeklebt und hier noch ein kleines schwarzes Herzchen. Ich hoffe, dir hat diese wirklich ziemlich einfache Karte gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also bis dahin, tschüss!